Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum zweiten Teil der englischen Woche. Tippt wie immer fleißig gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Normalerweise vermische ich zweite, dritte und vor allem erste Bundesliga nicht miteinander, aber aufgrund eben der englischen Woche habe ich das jetzt für diese beiden Spieltage oder die drei Spieltage besser gesagt einmal gemacht. Am Wochenende wird dann wieder alles wie normal ablaufen, aber wie gesagt, englische Woche erfordert dann spezielle Maßnahmen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, wenn ich das nicht schon gesagt habe, macht's auf jeden Fall nochmal. Ansonsten bedenkt, ich bin kein ausgebildeter Kommentator, das heißt, Sprachfehler sind immer mal denkbar. Außerdem ist es nur eine Prognose, nehmt es nicht zu ernst. Jetzt viel Spaß mit der dritten Liga. Der KSC wird mittlerweile so ein Stück weit zum Favoritenschreck. Zuletzt KFC Uerdingen geschlagen und in der Vorwoche Osnabrück das erste Mal in die Knie gezwungen. Hier begannen die Badener auch sehr gut. Das ist die erste Möglichkeit nach 8 Minuten von Kyungrok Choi, der jedoch den Ball nicht optimal trifft und den in die Himmelssphäre haut. Auf der anderen Seite dann Geier mit der ersten Möglichkeit für Aal. Eine super Chance. Uphoff käme nicht mehr ran, aber hat Glück, dass der Ball an den Pfosten prallt. Vor der Pause nochmal die blau gekleideten Gäste. Marvin Pourier legt clever ab. Kyungrok Choi mit der Flanke und Fink mit dem Kopfball, aber Choi stand auch im Abseits. Nochmal vor der Pause, diesmal Aalen und diesmal auch der Treffer. 45. Minute, das vierte Saisontor für Matthias Morris. Karlsruhe bedient, bislang eine gute Hälfte absolviert. Im zweiten Durchgang war Aalen dann viel besser in der Partie. Geier mit dem nächsten Abschluss, auch das war Abseits. Viele strittige Situationen, viele hitzige Zweikämpfe. Und Aalen konnte damit besser um Ristel mit der Möglichkeit, eine Viertelstunde vor dem Ende fast alles klar zu machen. Es gelang ihm nicht, sodass in dieser Situation die Entscheidung noch ausblieb. Es gab noch die ein oder andere Aktion in der Partie, nämlich für Karlsruhe. Lorenz auf Pourier, gut durchgesteckt. Und Choi mit der besten Möglichkeit des KSC im zweiten Durchgang. Super Schuss und da hat wirklich richtig wenig gefehlt. Sie laufen doch weiter an. 5 Minuten jetzt noch zu spielen. Lorenz kommt nicht richtig ran und vergibt das 1:1. Aalen gewinnt im Endeffekt etwas schmeichelhaft mit 1:0 und der KSC muss die zweite Niederlage der Saison hinnehmen. Der VfL Osnabrück empfing Fortuna Köln an der Bremer Brücke und die Gastgeber waren hier die spielbestimmende und favorisierte Mannschaft, das merkt man von Beginn an. Die erste Möglichkeit, Tränen mit Glück dazwischen, aber noch nicht geklärt. Haider nochmal mit dem Abschluss und dann am Tor vorbei. Es hätte schon die frühe Führung in dieser Phase für Osnabrück sein müssen. Haider etwas zu überhastet, kann er vielleicht nochmal den Kopf hochnehmen. Es sollte aber nicht sein. Halbe Stunde jetzt gespielt, Dannenberg mit der Übersicht und Faruna Pulido trifft nur das Außennetz. Das 1:0 für Osnabrück war zu dem Zeitpunkt absolut überfällig. Es war kein Abseits und Renen hat Glück, dass er da nicht hinter sich greifen muss. Nach der Pause wachte dann auch Fortuna Köln mal auf. Das ist Robin Scheu. Trifft den Ball gar nicht ganz und trotzdem wird er brandgefährlich. Zieht Miniball am linken Eck vorbei. Das wäre ganz schwer gewesen, den noch zu parieren. Eine offenere zweite Hälfte jetzt. Haider mit der Vorlage auf Rennecke. Der hat ein super Tor gemacht gegen Zwickau zum Sieg am letzten Sonntag. Hier verfehlt er das rechte Kreuzeck wirklich nur um Haaresbreite. Osnabrück wurde stärker. Das ist Anas Uahi mit der super Drehung. Viel zu einfach geht das da und trotzdem ist der Ball drin. 70. Minute, 1:0 für Osnabrück zu dem Zeitpunkt. Auch absolut verdient. Renen ist noch dran, kann aber nicht mehr ausreichend parieren. Doch kurz vor Schluss wurde nochmal Fortuna Köln richtig stark. Scheu mit dem Abschluss, Körber mit der Parade. Fortuna Köln drückte auf den Ausgleich. Uafero mit der Vorlage auf Kwame Yeboah und der macht in der 86. Minute tatsächlich noch den Ausgleich. Das Endresultat im Endeffekt. Osnabrück am Ende zu unachtsam, sodass dieses 1:1 unter dem Strich auch absolut in Ordnung geht. Unterhaching spielte am letzten Wochenende spektakulär 3:3 gegen den Tabellenletzten aus Meppen. TSV 1860 München musste eine Heimpleite gegen Wien Wiesbaden mit 1:2 hinnehmen, nachdem man sogar geführt hatte. Die erste Möglichkeit hier gehörte den Gästen. Königshofer mit einer tollen Parade.
gegen Kaga, aber das hätte schon durchaus sein können. Klasse Reaktion vom Schlussmann. Die Anfangsphase gehörte hier den Löwen und das ist Wein dann mit dem Treffer in der 13. Minute. Verdiente Führung für den TSV 1860 München, der eine kurze Anreise hier nach Unterhaching antreten musste unter der Woche. 20 Minuten knapp gespielt, dann kam Stefan Schimmer mal nach vorne und nutzte die erste wirklich gute Möglichkeit für Unterhaching. Direkt zum Treffer. Keine Chance für Hiller, der ist einfach zu straff geschossen. 10 Minuten vor der Pause. Dominik Stahl hat auch eine Vergangenheit beim TSV 1860 München und nach 36 Minuten war diese Partie dann gedreht. Es war ein unterhaltsamer erster Durchgang, der sein Ende noch nicht gefunden hatte. Nochmal Mölders und dann die Nachschusschance von Adriano Grimaldi. Der hat Pech, dass er den Ball da nicht mehr voll erwischt. Zweiter Durchgang, dann wieder Unterhaching. Gefährlich nach vorne und Schimmer mit dem 3:1 in der 54. Minute. Was für ein Hammer. Wieder nicht zu halten für Hiller. Schimmer hat den richtig präzisen Fuß an diesem Abend. Wein hätte in der 64. Minute jedoch auf 3:2 stellen müssen. Dann wäre es nochmal spannend geworden. So aber die Chance für Grimaldi in der 82. auf 3:2 zu stellen. Es war jedoch die letzte Chance für 1860 München und so verlieren sie zum zweiten Mal in Folge. Bitter, aber nicht ganz unverdient. Unterhaching war im Abschluss einfach etwas abgezockter und kühler. Zuletzt musste der KFC Uerdingen die zweite Niederlage der Saison hinnehmen. Gegen den KSC verlor man mit 2:0. Der FSV Zwickau verlor 1:0 gegen Osnabrück, startete hier auch etwas verhalten in die Partie. Die erste Möglichkeit gehörte Uerdingen. Stefan Aigner mit der Riesenmöglichkeit, aber bringt es im Kasten der Gäste. War voll auf Zack und fischt den raus. Klasse Reaktion vom Zwickauer Hintermann. Die erste Halbzeit klar in der Hand von Uerdingen. Dann aber dieser folgenschwere Fehler von Maurice Littger. Und Miatke kann laufen, Miatke kann gehen. Viel zu viel Freiräume da hinten. Und dann das 1:0. Und viel zu viel Freiräume ist eigentlich noch untertrieben. Ein einziger Freiraum ohne Absicherung, die Uerdinger hinten. Das war zu fahrlässig. Im zweiten Durchgang Nils Miatke mit der Möglichkeit auf 2:0 zu stellen. Die wenigen Möglichkeiten, die die Gäste hatten, führten dann immer zu Riesenchancen. Aber hier war es nicht das 2:0. Doch Uerdingen war nach wie vor die spielbestimmende Mannschaft. Öztürk ist das, der hier nach einer knappen Stunde das Ding eigentlich schon hätte machen müssen. Aber Uerdingen rannte weiter an und Aigner konnte sie dann in der 80. Minute auch belohnen. Kefgier legt auf und in der 80. Spielminute war das 1:1 geschafft, doch nur 3 Minuten später Reinhardt mit der Vorlage. Könnecke Vorlat ist noch dran, aber trotzdem fällt das 2:1 und das Siegtor für Zwickau. Es war unglaublich, die Nadelstiche von den Gästen saßen, auch wenn Vorlat hier Pech hat. Im Endeffekt ist der Ball im Tor und Uerdingen verliert diese Partie. Zwickau kann sich freuen, sicherlich 3 Punkte, mit denen man nicht grundsätzlich hätte rechnen können. Das Stadion der Freundschaft hielt für uns ein echtes Ostduell bereit. FC Energie Cottbus gegen den Halleschen FC. Eine Nachholpartie des 9. Spieltages an diesem Mittwochabend. Es ging schlecht los für Halle. Cottbus spielte gut nach vorne und bekam dann einen Strafstoß. Mai ist das mit dem Foul. Unglücklich, dass er da so reinrauscht, aber die gerechte Entscheidung. Weidlich nahm sich der Sache an, verlor aber das Duell mit Eisele. Der ist unten in der Ecke gegen den zu schwach geschossenen Elfmeter. Aber vor der Pause nochmal Cottbus Viteriti von Freitas bedient. Und 1 Minute vor dem Pausenpfiff dann auch das 1:0. Viertes Saisontor für den Italiener, verdiente Führung. Auf der anderen Seite gab es dann diese Möglichkeit, aber mehr kam vom Halleschen FC in der ersten Halbzeit einfach nicht nach vorne. Zweiter Durchgang, dann Weidlich mit der Übersicht und Freitas macht auch den Treffer. Eine Vorlage, ein Treffer, der hatte einen richtig guten Tag erwischt. 51. Minute, 2:0. Dann kam aber auch mal wieder der Gast nach vorne, aber schöne Parade von Spahic, der hier Schlimmeres verhindert. Auf der anderen Seite gab es dann diese Möglichkeit, Knechtel einfach mal mit nach vorne gegangen, den Platz und die Räume ausgenutzt. Zu einfach aus Sicht der Hallenser. Nochmal aber dann die Gäste Ajani und der Ehrentreffer Björn Jopek in der 89. mit dem 3:1. Das bedeutete im Endeffekt auch das Endresultat. Cottbus gewinnt nicht unverdient, beziehungsweise absolut verdient mit 3:1.
So, also das Spiel Energie Cottbus gegen den Halleschen FC ist, wie gesagt, eigentlich erst am 10.10. terminiert, aber ich dachte, damit ich jetzt nicht durcheinander komme mit den Spieltagen, habe ich das jetzt einfach mal prognostiziert und ja, gehört ja auch zu dem Spieltag. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Liga. Viel Spaß dabei. Was für eine Abreibung verpasste Jahn Regensburg den Hamburger Sportverein. 5:0 im Volksparkstadion. Die Elf von Achim Bayerlotzer, überragende Leistung. Nach 3 Minuten hatten sie auch die erste Möglichkeit gegen den ersten FC Heidenheim, der zuletzt 2:0 gegen Greuther Fürth und den Kleeblättlern damit die erste Niederlage zufügen konnten. 20 Minuten gespielt, die bessere Mannschaft war Regensburg und Sagis Adamian, der einen Dreierpack, einen lupenreinen Hattrick gegen den HSV erzielen konnte, machte hier das 1:0. Super Partie der Regensburger Elf. Auf der anderen Seite hätte es aber den postwendenden Ausgleichstreffer geben müssen. Thiel ist das mit dem doppelten Abschluss. Erst die Parade von Pentke mit dem Fuß und dann kommt er da nicht ran. Unglaubliche Aktion, das 1:1 hätte es sein müssen. Vor der Pause aber nochmal die Gäste. Norman Teuerkauf mit der Flanke, sehr schön geschlagen und das Dorsch trifft den Ball aber nicht optimal, sodass es mit diesem 1:0 für Regensburg in die Pause ging. Pentke ist froh, dass er da nicht eingreifen muss. Der geht klar ans Außennetz. 10 Minuten jetzt im zweiten Durchgang gespielt. Thalhammer mit der Vorlage auf Andreas Geipel. Aber Vitus Eicher, der Kevin Müller-Vertreter, pariert das ohne Probleme. 20 Minuten vor dem Ende. Das ist Robert Glatzel. Doppelpack geschnürt als Joker. Zuletzt gegen Fürth. Hätte es hier schon machen können. Aber es gelang ihm nicht. Der hatte mal wieder richtig Spielspaß bei Heidenheim reingebracht. Sie macht jetzt hinten auf die Elf von Frank Schmidt. Und Grüttner nutzte das in der 88. eiskalt aus, sodass diese Partie für Regensburg gewonnen war. Heidenheim verliert mit 2:0 absolut verdient. Im Endeffekt ist Jahn Regensburg hier der rechtmäßige Sieger und holt die nächsten 3 Punkte in der zweiten Bundesliga. Die Frage ist, ob der Sportclub aus Paderborn überhaupt noch ohne Spektakel kann. In den letzten beiden Partien 4:4 und 3:5 bzw. 5:3 gegen Köln. Und jetzt war es auf jeden Fall klar von Anfang an, ohne Gegentore könnt sie nicht. 3. Minute, Christopher Buchtmann, der Traumstart für den FC St. Pauli, der zuletzt endlich mal wieder gewinnen konnte gegen Ingolstadt mit 1:0, siegreich von Dannenzug. Und dann diese Möglichkeit, Zingerle, zweimal mit der Parade, aber Buchtmann setzt dreimal nach und kriegt dann seinen Doppelpack. 21. Minute, Vorlage von Cenk Sahin und St. Pauli war mit 2:0 in Front. Das war zu dem Zeitpunkt auch absolut verdient. Es gab nochmal eine Möglichkeit, Henk Fährmann. Hat ja auch schon getroffen für seinen neuen Club. Hier ist die Parade von Zingerle, aber ohne große Probleme vonstatten gegangen. Jasula dann im zweiten Durchgang. Sah erstmal unspektakulär aus, aber in der Wiederholung sieht man, auch wenn es keine Proteste der Paderborner gab, da war schon der Arm mit drin. Das hätte auch Strafstoß geben können. Aber Paderborn spielte weiter. Hier eine Riesenmöglichkeit. Aber Zierreis grätscht im letzten Moment dazwischen. Himmelmann kann sich dann auf den Ball schmeißen. Doch Paderborn blieb dran und glaubte auch dran. Tepetai mit der Flanke zu Linski, weitergeleitet auf Antwi Ajesh. Und dann in der 75. Minute das 2:1. Es war also noch genug Zeit hier, den Ausgleichstreffer zu erzielen, der auch verdient gewesen wäre. Das ist Gay. Steckt gut durch, aber fahrlässig am Ende von Tepetai ausgespielt. Es war abseits und es kam dann keine Möglichkeit mehr zustande. Der FC St. Pauli gewinnt schmeichelhaft mit 2:1. In der ersten Hälfte waren sie klar besser, doch der SC Paderborn zeigte in der zweiten Hälfte ein komplett anderes Gesicht und hätte sich am Ende das 2:2 sicherlich auch verdient gehabt. Mit 2 Siegen in Folge konnte sich der FC Erzgebirge Aue etwas Luft unten in der Tabellenhälfte verschaffen. Der SV Sandhausen hingegen wartet auf den ersten Sieg und die erste Möglichkeit gehörte hier den Lila Veilchen. Super Schusschance. Rizzuto, der immer wieder mit nach vorne ging. Nach 6 Minuten scheitert er aber an Sandhausens Hintermann. Schöne Parade auch. Da ist er unten im bedrohten Eck und verhindert das frühe 1:0. Auf der anderen Seite gab es auch für Sandhausen eine gute Möglichkeit. Ruri Gislason gegen Martin Mennel. Aber seine Qualitäten weiß man hier im Erzgebirge zu schätzen. Der ist immer da, wenn man ihn braucht. Und hier reagiert er auch klasse. Verhindert das 0:1. Halbe Stunde jetzt gespielt. Sandhausen wurde stärker. Gislason und dann diese Parade von Mennel. Mal wieder super reagiert. Er ist nicht der Größte, aber hat eine Sprungkraft, um den über die Latte zu lenken. Vor der Pause dann nochmal Sandhausen und diesmal auch das Tor. Felix Müller in der 37. Minute bis jetzt
war diese Führung dann auch mittlerweile verdient. Keine Chance mehr für Mendel, der war zu gut geschossen. Im zweiten Durchgang dann 10 Minuten gespielt. Pascal Testroth steckt durch auf Calogero Rizzuto. In der 56. Minute war es dann auch der verdiente Ausgleich. Aue kam gut aus der Halbzeit und verdiente sich diesen Ausgleichstreffer. Und sie blieben dran, sie wollten zum dritten Mal in Folge gewinnen. Tiffert mit dem Abschluss, aber was für eine Tat. Aus der Distanz ist der gar nicht so einfach zu halten. Aue glaubte aber bis zum Schluss an den Sieg. Und Sandhausen konnte froh sein, dass der hier nicht drin war. Nochmal eine richtig gute Möglichkeit. Clemens Fandrich vergab sie aber die beste Möglichkeit dann zum Schluss. So geht diese Partie am Ende ganz verdient mit 1:1 aus. Auch wenn Aue am Ende etwas dichter noch am 2:1 Siegtreffer war. Punktetechnisch sind diese beiden Teams nicht auseinander. Magdeburg und Duisburg trennen in der Tabelle nur 3 Punkte. Aber gefühlstechnisch war das 4:4 von Magdeburg richtig viel wert. Und Duisburg verlor 1:2 gegen Aue durch unglückliche Umstände. Die bessere Anfangsphase gehörte hier auch den Magdeburgern. Injowski mit der Schusschance, aber Neumann war dazwischen mit dem Oberschenkel verhindert. Eher Schlimmeres. Dann gab es auf der anderen Seite mal diese Möglichkeit. Engi nimmt den Ball direkt ab. Schöne Schusshaltung, schöne Schusstechnik, aber auch dann eine tolle Parade von Bruns. Auch wenn der sicherlich am Tor vorbei gewesen wäre, eine gute Situation fürs Selbstbewusstsein und fürs Vertrauen. Im zweiten Durchgang wieder Bruns, der zeichnete sich hier mehr und mehr aus. Auch wenn er 4 Gegentreffer kassierte gegen Paderborn, war er super drauf. Bei den Gegentreffern war er aber auch weitestgehend ohne Chance. Duisburg machte weiter, wollte den ersten Saisonsieg, ebenso wie Magdeburg die besseren Möglichkeiten. Im zweiten Durchgang hatte erstmal der MSV. Boris Taschi hier vergibt die aber doch recht fahrlässig. Knapp vorbei, aber so einer muss halt sitzen, wenn man gewinnen will. Auf der anderen Seite dann Kostli ist das. Kostli steckt rein und Weil ist da und macht tatsächlich in der 82. Minute das 1:0. Erstes Saisontor für ihn. Unglücklich für Mesenhöhler, weil der im kurzen Eck einschlägt. Aber Duisburg hatte auch noch einen. Iljutschenko, Lukas Fröde wird nicht richtig angegangen und der haut einfach mal rauf und trifft platziert unten rechts. Am Ende rettet Duisburg ein 1:1, das auch unterm Strich in Ordnung geht. Aber durch die späte Führung sind es doch eher wieder verlorene Punkte für den ersten FCM. Man muss nicht mehr viele Worte über den vergangenen Sonntag beim Hamburger Sportverein verlieren. Wichtig ist jetzt, diese englische Woche positiv abzuschließen. Jetzt gegen Fürth und am Sonntag dann gegen den FC St. Pauli. Die erste Möglichkeit hatten hier auch die Hamburger Gäste, aber ohne Erfolg. Mangala fängt dann diesen schwachen Ball ab und Wang Hechan kann es dann machen. 26 Minuten gespielt, 1:0 für die Gäste, das zweite Saisontor für den Neuzugang aus Salzburg absolut verdient zu diesem Zeitpunkt. Dann wachte auch Kräuter Fürth mal auf. Die mussten am letzten Wochenende die erste Niederlage hinnehmen. 2:0 verlor man beim ersten FC Heidenheim. Hier hätten sie schon nach 35 Minuten per Kopfball eigentlich ausgleichen müssen. Im zweiten Durchgang aber Fürth wieder hellwach und Hamburg wieder mit Schwächen in der Defensive. Pollersbeck, der sich einen folgeschweren Fehler leistete am Wochenende gegen Regensburg zum 1:0, reagiert hier klasse, steht auch etwas zu weit vom Kasten, aber kann diesen Fehler ausgleichen. Dann gab es den anschließenden Eckstoß, richtig gefährlich wurde es da nach dem Schuss von Guga nicht. Der aber haarscharf links am Pfosten vorbei schrammte. Regensburg saß noch etwas in den Knochen des HSV. Nach einer Stunde wollten sie hier aber auf 2:0 stellen. Mangala und der Schuss von Ito war aber zu schwach und immer die zittrige Hand und der zittrige Fuß beim HSV. Und dann kam 10 Minuten vor dem Ende nochmal Kräuter Fürth. Guga nicht über Van Drongelen in der Ball. Keita Ruel auf Julian Green und in der 81. dann doch noch der Ausgleich. Bitter für den HSV. Die sicher geglaubten 3 Punkte wurden verloren. Aber jetzt war auch der letzte Punkt noch in Gefahr. Aber Ernst in der 88. Minute macht es zu hektisch. Riesenmöglichkeit am Ende für Fürth, das Spiel sogar noch ganz zu drehen. Unter dem Strich geht dann dieses 1:1 auch in Ordnung. Der HSV muss jetzt am Sonntag gegen den FC St. Pauli bestenfalls einen Dreier einfahren. So, das sind einmal die Ergebnisse der zweiten Bundesliga. Jetzt kommt noch die erste Liga. Viel Spaß noch weiterhin dabei. Weiter geht's mit Düsseldorf gegen Leverkusen. Das 1:0 gegen den ersten FSV Mainz 05 war für Leverkusen zwar nicht wunderschön gespielt, aber
dennoch sehr wichtig für die Moral. Die ersten drei Punkte waren drin, Fortuna Düsseldorf aber dennoch besser in dieser Partie. Die haben ja bislang auch gut in die Saison gefunden. Nach vier Spielen steht gerade mal eine Niederlage da und zwei Unentschieden. Eine Partie konnten sie sogar gewinnen, das letzte Heimspiel. Und so traten sie auch auf. Gegen Hoffenheim gewann man mit 2:1. Hier waren sie wiederum mutig. Nach 12 Minuten wirft sich aber Bender in diesen Schuss rein und verhindert das 1:0. Dann wachte Leverkusen auf. Das ist Alario, testet Michael Rensing, der gut und schnell genug unten ist und damit die Führung der Gäste verhindert, die auch bis jetzt unverdient gewesen wäre. Aber Leverkusen wurde stärker und Volland machte dann plötzlich das 1:0. 32. Minute, das erste Saisontor für Kevin Volland. Steht er dann letztendlich zu frei vor Rensing und macht den Führungstreffer. Wir springen in den zweiten Durchgang und so starten wir da rein. Erste Möglichkeit in der zweiten Hälfte und nach 61 Minuten stand es 2:0 durch dieses Traumtor von Bailey. Den trifft er wirklich perfekt, aber Düsseldorf gab sich nicht auf. So, Botka. 72. Minute und jetzt war auch noch genug Zeit für Düsseldorf, das hier auf 2:2 zu stellen. Keine Chance für Radetzky und Düsseldorf glaubte dran. Die Moral immer unter Friedhelm Funkel stimmend, aber der Schuss von Zimmer zu harmlos. Das wäre es nochmal gewesen, 10 Minuten vor dem Ende. Es gelang aber nicht mehr, bessere Möglichkeiten rauszuspielen. Leverkusen gewinnt am Ende mit 2:1 über die 90 Minuten. Sicherlich etwas glücklich, weil Düsseldorf durchaus den Ausgleichstreffer noch verdient gehabt hätte. Borussia Dortmund empfing am Mittwochabend den 1. FC Nürnberg, der Club, der zuletzt das erste Mal in der Liga gewinnen konnte. Am 4. Spieltag reichte es zu einem 2:0-Sieg gegen Hannover. Der war auch hochverdient. Die bessere Anfangsphase gehörte hier aber Borussia Dortmund. Kaga war mit dem Abschluss, Bredlo aber mit der Reaktion. Der anschließende Eckstoß. Eingetreten von Reus, da ist der Hut. Gute Annahme und dann hämmert er ihn drauf. 10 Minuten gespielt. Das verdiente 1:0 für Dortmund. Perfekter Start für die Elf von Lucien Favre, die hier richtig Lust hatte, nach vorne zu spielen. Wolf sah gegen Hoffenheim lange nicht gut aus. Hier legt er aber ab für Kagawa. Und nach 15 Minuten stand es bereits 2:0. Erstes Saisontor für den Japaner. Keine Chance für Bredlo. Der kommt da nicht mehr schnell genug raus. Aber Nürnberg gab sich noch nicht auf. Noch lange nicht. Palacios, Martinez. Mit dem Abschluss, Bürki ist zur Stelle und reagiert klasse, lässt damit das 2:1 für Nürnberg erstmal verhallen. Auf der anderen Seite im zweiten Durchgang gab es dann wieder Möglichkeiten für Nürnberg, das 2:1 dann doch zu erzielen. Es sollte aber noch nicht gelingen. Nach einer Stunde wurden sie aber dann so drückend gefährlich und überlegen, dass sie sogar anschließen konnten. Mikael Ishak in der 60. mit dem 2:1. Bürki versucht noch alles rauszuholen, schafft es aber nicht mehr. Und nur wenig später die Möglichkeit zum 2:2. Aber dieser Abschluss war leider mehr eine Rückgabe. Aus Sicht des Clubs auf der anderen Seite macht es Dortmund besser. Abgezockte Spieler wie Axel Witzel nutzen dann solche Möglichkeiten. 3:1, 10 Minuten vor dem Ende, das war dann die Entscheidung. Und es gab sogar noch das vierte, das war viel zu hoch. Nürnberg schlug sich klasse, kassierte hier im Endeffekt eine 4:1-Pleite, die wirklich zu hoch ausfiel. Und Dortmund kann trotzdem sehr zufrieden mit diesem Spiel sein. Das Resultat stimmte und das ist in erster Linie erstmal das Wichtigste. Leipzig gegen den VfB Stuttgart am Mittwochabend. Eine Partie der Unzufriedenen. Stuttgart wartet auf den ersten Saisonsieg, aber auch Leipzig ist nicht so in die Saison gestartet, wie man sich das erhofft hatte. Die erste Möglichkeit gehörte hier den roten Bullen Diego Demme nach 12 Minuten mit dem Torschuss, der aber das Ziel um einen Vielfaches verfehlte. Keine Chance, da was rauszuziehen. Aber nach 16 Minuten meldeten sich dann auch mal die Gäste zu Wort. Mario Gomez mit dem Kopfball, aber zu harmlos für Gulaschi. 10 Minuten vor der Pause gab es dann diesen Schuss von Timo Werner und der ist wirklich unglücklich zurzeit. Kommt in der Bundesliga einfach noch nicht zum Erfolg. Hier wäre Ron-Robert Zieler wohl ohne Chance gewesen. Vor der Pause nochmal Stuttgart und das ist Santiago Ascasibar. Und was für ein Treffer, der Gästeblock explodierte nach 43 Minuten. Ein traumhafter Treffer, keine Chance für Gulaschi, den zu parieren. Und Stuttgart nahm dieses Selbstbewusstsein mit in den zweiten Durchgang. Akolo hier zwar erstmal mit der verunglückten Flanke, Santiago Ascasibar bis jetzt der Torschütze
des Tages. Aber Leipzig ist immer gefährlich. Kam gegen Frankfurt nach einem 1:0 auch gut zurück in die Partie nach einer 1:0-Rücklage. Hier versuchten sie alles. 20 Minuten vor dem Ende nochmal die Möglichkeit, aber es sollte einfach nicht sein. Leipzig zu glücklos und zu wenig inspirierend nach vorne, sodass dieses 0:1 unter dem Strich auch in Ordnung geht. Stuttgart hat viel investiert und konnte die Unachtsamkeit einmal von Leipzig ausnutzen und gewinnt mit 1:0. Gladbach musste zuletzt die erste Saisonpleite hinnehmen und da offenbarten sie in der Defensive wirklich einige Schwächen. Frankfurt spielte am Sonntagabend 1:1 gegen Leipzig und die Frankfurter waren hier gut drin. Jovic, ein viel zu einfacher Ball, es war kein Abseits und Gacinovic spaziert alleine auf Sommer zu und macht das eiskalt. Der Schweizer Hintermann regte sich auf, das war viel zu einfach. Ein Ball in die Schnittstelle und Gladbach war hinten überspielt. Zuvor wollten sie es besser machen als gegen Hertha BSC, klappte aber erstmal nicht, eben 0:1, dann nach 13 Minuten die erste Möglichkeit, die zu diesem Eckstoß führte. Hofmann mit der Flanke, Kostic kann ihn nicht gut genug klären, dann nochmal die Flanke mit dem Kopf und Alassane Plea mit dem dritten Saisontor. 14. Minute, es war schon wieder ausgeglichen, offensiv war es wieder ein Spektakel von Gladbach, defensiv eher wieder Mangelware. Sebastian Aller wird nicht angegriffen und da ist de Guzman viel zu frei und macht das 2:1. Frankfurt war auch eisig kalt vorm Kasten, das kann man schon so zugeben, aber Gladbach wiederum viel zu fahrlässig. 10 Minuten vor der Pause nochmal, Gladbach Hazard mit der Möglichkeit, muss es hier machen, gegen Kevin Trapp zieht er aber den Kürzeren. Es war eine spektakuläre Partie, insbesondere im ersten Durchgang, Chancen über Chancen, die aber wieder defensive Schwächen auf beiden Seiten offen. Der zweite Durchgang nahm sich dann zurück. Alassane Plea scheitert erst an Trapp. Johnson macht ihn nochmal heiß und Hazard diesmal mit der Übersicht. Unten links schiebt er ihn ein und es war noch eine Viertelstunde Zeit für Gladbach auf Sieg zu stellen. Und Frankfurt zitterte jetzt und bibberte. 10 Minuten vor dem Ende. Hofmann nochmal mit der Vorlage. Hazard scheitert ganz knapp mit dem Schuss. Das hätte es sein können, vielleicht sogar sein müssen. Da ist aber Trapp noch dran und deswegen keine Chance, da zum Erfolg zu kommen. Es gab auf der anderen Seite in der 90. aber auch nochmal eine Chance. Sommer hält dieses 2:2 fest, das im Endeffekt auch so klar geht. Leistungsgerecht dieses 2:2, wieder mit defensiven Schwächen, insbesondere bei Gladbach, die sehr negativ auffielen. Aber das konnten sie eben über gutes Offensivspiel wettmachen. Nach der ersten Saisonpleite von Mainz kam jetzt der VfL Wolfsburg, der auch zuletzt das erste Mal eine Niederlage hinnehmen musste. 1:3 verlor man zu Hause gegen Freiburg und die erste Hälfte hier als Highlightarm zu bezeichnen, wäre noch untertrieben. Das die beste Möglichkeit in Anführungszeichen im ersten Abschnitt. Dann wachte Mainz im zweiten Durchgang auf. Baku auf Robin Quaison, der geht da ungehindert durch den Strafraum und zieht dann einfach mal unten rechts rein. Guter Ball von Quaison, aber der ist auch viel zu frei. Wenn er die Zeit hat, dann macht er so einen auch. Keine Chance für Castells und Mainz davon beflügelt. 55. Öztunali mit dem Abschluss. Castells hat diesmal den Ball aber fest in seinen Händen. Dann wurde Wolfsburg stark. Arnold legt auf und Weghorst mit dem Superschuss, dass das 1:1 schon hätte bedeuten müssen im Prinzip. Müller fliegt, ist froh, dass er da nicht eingreifen muss. Eine 25-minütige Schlussoffensive der Wolfsburger versprach man sich und die bekam man auch. Die nächste Möglichkeit, der nächste vergebene Schuss und 10 Minuten dann vor dem Ende. Nochmal Ginczek, Daniel Ginczek. Es sollte nicht sein für den VfL. Klar Form verbessert im zweiten Durchgang, aber zu schwach im Abschluss. Müller muss wieder nicht eingreifen. Und dann gab es Räume für Mainz. Mateta legt einmal nochmal rüber. Gut gemacht, da ist Levin Öztunali. Der setzte den Deckel auf diese Partie. 90. Minute, 2:0 für Mainz. Das bedeutete dann auch den Endstand. Wolfsburg verliert zum zweiten Mal in Folge. Mainz hingegen kann sich nach der ersten Saisonniederlage regenerieren und gewinnt mit 2:0. Jo, das war die Prognose zum 5. Spieltag der Bundesliga und alles dazu. Wie gesagt, die anderen Spiele sind gestern schon abgelaufen, auch auf meinem Kanal zu finden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao.